von FX Flat. Freue ich mich, Ihnen heute im neuen Jahr, für mich heute zum ersten Mal, ich weiß nicht, Thorsten, ist glaube ich das erste Webinar, was wir haben, das Webinar Lernen und Handeln mit der Forex Community, eben mit Thorsten Helbig, euch präsentieren zu dürfen. Wie immer, da es ja zu Live-Trades kommen kann, die Risikohinweise, dass wir haben dann keine Handelsempfehlung, ne? Also ihr könnt natürlich alles nachmachen, was ihr wollt, aber es ist keine Handelsempfehlung. Die Meinung des Moderators oder vielmehr des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen und das Webinar dient einzig und allein nur zu Schulungszwecken. Thorsten, du bist bereit? Immer bereit. Ja, und bevor ich es vergesse, alle, die mich noch nicht gesprochen haben, wünsche ich alles Gute. Dir natürlich auch, Thorsten, für das kommende Jahr und viel Erfolg beim Traden. Und Gesundheit und ja, alles, was so dazugehört. Thorsten, ich übergebe dir den Bildschirm und dann kannst du loslegen. Vorher noch mal eine Frage, bevor ich es vergesse. Ton und Bild, alles okay? Vielleicht ein kurzes Feedback von einem. Danke, Lutz, passt wunderbar. Morgen dir auch natürlich. Und Thorsten, ich übergebe dir alles. Alles. Alles rechtlich an diesem. Alles rechtlich an diesem Webinar übergebe ich dir jetzt. Gut, dann an dieser Stelle in dieser Runde auch von unserem Team hier ein Pip- und punktereiches Jahr. Und ja, FX Flat hat beschlossen, das erste Webinar jetzt heute hier zu machen. Das machen wir auch immer so. Immer wenn wir ein Rennen gewinnen wollen, dann schicken wir die Besten als erstes los. Das ist nun mal so. Das ist ja, wenn man Krieg führt, ist es genau das Gleiche. Zuerst nimmt man die besten Waffen. Und der Rest kommt hinterher. In der Hoffnung, dass man gleich richtig zuschlägt. Ne? Also, bei uns auf Slack in der Community-Fläche haben wir es nochmal kommuniziert, dass man sich für dieses Jahr neu anmelden muss. Wahrscheinlich wird der ein oder andere jetzt zu Hause hocken und sagen, scheiße, wieso ist heute kein Webinar? Das wird sich dann die nächsten Tage wahrscheinlich wieder neu normalisieren. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Wenn ich jetzt mal hier so reingucke, guten Morgen in die Schweiz, Christine, guten Morgen an die Nordsee. Unser Manfred. Manche haben es direkt kapiert und sich schnell angemeldet. Guten Morgen nach Mallorca, genau. Da haben wir die Schweiz. Der Harald aus Ungarn. Stilian aus Varna. Siehst du, bunter Mix heute wieder hier. So soll es sein. Wir starten wie immer. Wir haben ja letztes Jahr diese ganze Geschichte mal umbenannt. Früher hieß das ja Live-Handel mit Thorsten Helbig und der Forex Pro Community. Und dann haben wir es ja mal umbenannt, da Beschwerden kamen, die dann meinten, der erklärt hier immer einen Haufen Mist. Irgendwie, das interessiert mich aber nicht. Ich will handeln. Ich will hier auf den Knopf drücken. Wann handelt der Vogel überhaupt mal live? Und deswegen haben wir es dann umbenannt in Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Für die, die ja neu sind, die dieses Jahr vielleicht das erste Mal dabei sind, weil sie vielleicht über unsere Performance letztes Jahr gestolpert sind. Wir machen diese Webinare 3, 4, in Extremfällen auch 6-mal die Woche, also morgens und nachmittags. Und diese Webinare dienen unserer Community, in der man Mitglied werden kann, wenn man möchte und wenn man sich besser benimmt als ich, was nicht schwer ist, dann hat man die Chance, dort aufgenommen oder Mitglied zu werden. Und in dieser Community handeln wir gemeinsam unsere Setups. Das, was wir hier machen, machen wir nur, damit laden wir die anderen Mitglieder, Kunden von FX Flat
alle 14 Tage donnerstags früh, manchmal auch im wöchentlichen Abstand ein, uns bei dieser Veranstaltung zu besuchen. Das machen wir nicht für alles, machen wir eigentlich nur deswegen, damit der Wolfgang auch mal was lernt. Und FXLET, die werten das dann intern aus. Mal ist der Nelson da, mal ist der Wolfgang da. Und wenn der Nelson irgendwas nicht kapiert hat, verstanden hat, dann muss er nochmal wiederkommen. Wenn der Wolfgang irgendwas nicht kapiert hat, dann muss er nochmal wiederkommen. So, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wer letztes Jahr irgendwas morgens nicht kapiert hat. Das ist nämlich der, der das Jahr dieses Mal startet hier. So, das vorausgeschickt, schauen wir als erstes auf unseren Plan von gestern, damit man den Plan, den wir eventuell gleich machen, von heute, damit man den auch versteht. Alter, Falter, hier ballert die Heizung. Draußen ist kalt. Ich nehme hier ein bisschen Gedöns raus, damit wir hier ein bisschen mehr Überblick haben. Diesen Plan hier, den haben wir gestern früh gemacht und wir haben ihn, ich hoffe, die schwachen Linien hier, die kann man auch erkennen. Wir haben gestern Morgen festgestellt, dass wir uns, kann man die schwachen Linien hier erkennen? Gut. Wir haben gestern Morgen gesagt, dass wir aus dieser Geschichte hier sehen wollen, hier hochzukommen in diesen Bereich. Diese Bereiche oben ist unser Short-Bereich. Da wollten wir hinkommen. Von da kommend in diesen Wellen, die waren, als wir es gestern früh gemacht haben, logischerweise schon da. Die haben wir nur nachgezeichnet hier. Und diesen Plan haben wir dann gestern früh um in diesem Zeitfenster hier gemacht. Gucken, ob ich das jetzt auch richtig treffe hier. Weil Parameter, so 8.40 Uhr, genau, 8.50 Uhr haben wir den gemacht circa. Ja, in diesem, ja, in diesem Zeitfenster haben wir die hier, in diesem Zeitfenster haben wir diesen Plan hier entworfen und haben gestern Morgen im Webinar unsere, aufgrund dieses Plans dann long gehandelt, haben da die eine Long-Position durchgezogen bis oben hin, Tagesziel drin, fertig war das Ding, war die. Fertig war die Laube. Ich glaube, wir haben die Bilder sogar hier irgendwo. Das war ich. Gestern früh. Da. Genau. Das hier war der Plan, den wir gestern früh gemacht haben. Ja, kann man erkennen. Da sind wir gerade oberhalb von diesem Zielbereich gelandet und haben uns diesen Plan hier eingezeichnet, damit wir da ein Stück vorwärts kommen und haben dann direkt eine Euro-Long-Position hier auch eröffnet, weil wir da hoch wollten. So, geplant war, dass wir hier hochlaufen. Man sieht ab hier haben wir den Plan gemacht, hoch, runter, nochmal hoch, wieder runter, bis hierher, um dann in diesen Wellen hier hochzuziehen, da, hier oben drüber, dann wieder zurück und dann nach oben hier endgültig in diesem Bereich oder in der Nähe von diesem Bereich zu landen. Für unsere Jungs und Mädels würde ich das jetzt, ich habe das noch nicht gemacht, ganz gerne mal in den 1-Minuten-Chart wechseln, weil da kann man diesen Plan besser erkennen und
Es ist wichtig, aus meiner Sicht, das hinterher auch mal zu machen und zu gucken, weil wir haben das hier im 5-Minuten-Chart eingezeichnet, wie das im 1-Minuten-Chart laufen könnte. Die grobe Richtung, das sieht jetzt sehr durcheinander aus hier, aber die grobe Richtung hieß hoch, runter, hoch, korrigieren und dann ganz hoch. Und genau dieses Muster, er ist hier allerdings hochgelaufen, runter, nochmal hoch, wieder runter, um dann diesen Bereich zu holen. Das heißt, die Wege, die wir hier vorgesehen haben, die hier viel sachter eingezeichnet waren, die hat er dann doch mit Musik oder mit Schmackes richtig schön nach oben abgearbeitet und viel zügiger, als man erwartet hat. Warum erkläre ich das wohl? Einmal drüber nachdenken, warum dieser Weg, so wie ich den jetzt gezeichnet habe, warum ist das wohl so wichtig, sich den morgens so einzuzeichnen? Das haben wir gestern auch bei uns in der Community das erste Mal gemacht. Idee dazu? Zuverlässigkeit des Plans, Unterlegung, Zeiteinheiten, Einstiegspunkte ermitteln. Naja, die Einstiegspunkte ermitteln, klar, das ist ja immer, das ist ja das, was wir sowieso immer wollen. Wir wollen immer sehen, die Einstiegspunkte so günstig wie möglich zu ermitteln. Viel, viel wichtiger ist, aus meiner Sicht, wir hören immer wieder das Gleiche. Dass, ja, ich habe die Position genauso übernommen, aber ich habe dann mein Stop zu früh Break-Even gezogen. Ich bin dann ausgestoppt worden. Und dann bin ich nicht nochmal rein. Gut. Das ist genau das, was dann passiert, wenn man diese Pläne nicht hat. Und die, wir hatten nämlich gestern so einen typischen Tag, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen nach hoch und von da oben wollen wir dann aber wieder nach unten weglaufen. Wir wollen idealerweise wieder zurück. Deswegen hier oben die rote Kiste als Short-Bereich. Die hier unten im 1-Minuten-Chart die Long-Position vielleicht genommen haben, sind dann von hier unten von der 61 circa, 60, 61, eventuell bis hier hoch. Die 61 erwischt man nicht, man erwischt vielleicht die 62 oder 63. So, jetzt hat man den Stop hier Break-Even gezogen, was ja logischerweise passiert, wenn man bei der 62, 63 rein ist. Man ist hier oben in der 71. An der 71 ist man 7, 8 Punkte vorne, zieht den Stop Break-Even. Und dann kommt genau dieser Lauf hier runter. Und dann man, Scheiße. Ausgestoppt, Break-Even ausgestoppt, mit Glück plus 2 oder so ausgestoppt, aber sonst Break-Even raus. Das Bild ist da im Weg, man sieht nicht alles, nur das Wichtige sieht man, oder? Okay, dann falsch. Falsch. Dann machen wir das doch mal ganz kurz so. So, dann nehme ich euch einfach mal kurz die Kamera weg, so lange. Das heißt, wir sind hier unten in diesem Bereich, haben wir gestern unsere Long-Position gestartet. Wir haben einen ziemlich engen Stop platziert.
Dann sind wir hier hochgelaufen, dann kommt die Nummer runter. Hier, dann kommt die Nummer runter, dann schießen wir da hoch, dann freuen wir uns hier, oh, guck mal hier, eine schöne Korrektur, stocken eventuell schon auf, was der ein oder andere ja auch tut, und dann ballert das Ding runter, schmeißt hier alle Break-Even raus, dann ärgert man sich die Pest, man ist 8 Punkte vorne gewesen, ist jetzt aber hier Break-Even rausgeflogen. Man sieht die beiden Kerzen, Setup hat nicht funktioniert, alles scheiße, Börse ist doof, Börse beißt, Börse tut weh, Börse nimmt mir alles weg. Mal gut, dass ich Break-Even war, ich lasse das jetzt. Dann sind wir hier raus in der Zeit, wo wir überlegen, basteln wir hier, was haben wir hier für eine Formation? Hier in diesem Bereich. Richtig. Ja, guck mal her. Paternoster wissen es besser. Ja, wir haben hier ein bullisches Engulfing. Zack. Hier unten genau diese Nummer. Nur die Break-Even gezogen haben, die hier ihre Stops hingelegt haben. Stops und dann bullisches Engulfing. Zack, die nächste Runde durch. Hoch, noch nicht ins Ziel. Und dann die gleiche Kiste wieder, um dann hier oben, ich sag mal, ich war jetzt mit dem Ziel hier ein bisschen ungenau. Da wollten wir hin, wir wollten Minimum an die 83, stimmt nicht, die Kiste habe ich gezeichnet, bis zur 83,7. Gelaufen sind wir bis zur 83,4, also 0,3 Pips. Unter dem Short-Bereich, den wir erreichen wollten. Ja, und dann hier genau das gleiche Spiel. Hier oben wollten wir shorten. Was haben wir hier für eine Formation? Richtig, bärisches Harami. Etwas schwierig, aber weil das bärische Harami, welches da entstanden ist, wurde hier mit einem Down Gap, mit der Folgekerze, wenn man das genau, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass diese Kerze hier das Down Gap mit einem Down Gap geöffnet hat. Die hat einen tieferen Eröffnungskurs als der Schlusskurs von der roten Kerze. Das bestätigt in der Regel so ein bärisches Harami, weil ein bärisches Harami möchte ich auch gerne bestätigt haben. Sollte auch bestätigt werden mit der Folgekerze, Down Gap, und dann wird diese Kerze aber direkt blau, dann kriegt man wieder die große Panik. Aber wir haben hier ein Down, wir haben hier ein Harami noch bestätigt von einem Down Gap, gefolgt von einem Doji, und dann fängt die Reise nach unten an und schon wandern wir fast 20 Punkte Richtung Süden. So, wichtig ist, dass man solche Pläne hat. Da, wir haben gesagt, wir wollen da hoch, wollen dann wieder hier runter, diese Nummer hier nochmal bestätigen. Nummer 1, neues Hoch, Nummer 2 und dann nach oben ziehen. Und genau das Gleiche ist dann auch passiert, nur dass die Bewegungen länger waren. Die Marken an sich, die bleiben immer die gleichen und wir müssen uns einfach dran gewöhnen. Das ist die Geschichte, die ich mir gerade dabei bin, noch etwas härter anzutrainieren, noch etwas härter zu üben. Wir müssen uns dran gewöhnen, den Stop schnell Break-Even zu ziehen, uns aber nicht zu ärgern, wenn wir den Stop Break-Even gezogen haben und rauszufliegen oder dann rausfliegen, sondern das Kursverhalten in der Folge viel genauer beobachten, damit wir dann dementsprechend neue Einstiege finden. Weil nur, weil er hier jetzt nochmal runterläuft, ist das Setup, was wir hier geplant haben, das hier. Wir wollen von da oben, hier runter, da hoch, da runter und dann da hoch. Das sind die blauen Linien. Gucken wir uns das im M5 nochmal an. Hoch,
da runter, da hoch, da runter und dann da hoch. Nur weil er jetzt dieses kleine Setup hier nicht komplett gemacht hat oder diese Nummer noch nicht fertig abgearbeitet hat, ist das Setup ja nicht hinfällig. Sondern wenn wir uns so einen Plan zeichnen, und deswegen beharre ich immer so darauf, wir brauchen einen Plan, hat dieser Plan trotzdem volle Gültigkeit, volle Granate. Und wenn wir hier die erste Nummer haben und haben den ersten Rutsch nach oben mitgenommen und fliegen dann hier in dieser 5-Minuten-Kerze hier raus, dann haben wir verdammt nochmal die Pflicht, unseren Plan abzugleichen und dann eventuell wieder reinzugehen. Und wenn er hier hochläuft und nochmal hier runter, können wir uns das Verhalten hier unten angucken. Und wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir einfach die Cojones haben, um auch dann wieder einzusteigen. Ganz kurz, bevor wir hier im Euro weitermachen, bevor ich hier überhaupt irgendwas zeige, was hatten wir gestern für einen Plan im DAX? Wo wollten wir hin? Was wollten wir gestern tun? Was war unser Hauptanliegen? Ich habe hier nebenbei auf meinem Die ignoriert mich. Verstehe ich jetzt nicht. Du ignorierst mich? Nö. Wir wollten zur 440, ja, auch. Was war unser Hauptanliegen? Schnell. Ja, das sollten wir jetzt auch schnell tun. Wir hatten den Plan, Euro Short, welche Marke, ab wo? Wo war der Start angegeben? $16,470, Stilian, danke. Genau so ist es. Da ist unser Plan von gestern. Shorts ab 16,470, 16.500. Was hier heißt, eine neue Strategie. Da unser Plan von gestern. So. Und wenn wir sagen, wir wollen von der 70 und von der 470 wollen wir runter zur 440, heute eventuell sogar bis zur 290, dann sind das 70, 170, 180 Punkte TP. Zack. Das heißt, wir wollten Shorts neu ab 16,470, 16,500. Ziel unten ist die 16,280. So, das wollte ich nur schnell einwerfen, wenn wir den Euro jetzt zu Ende machen hier. Also, für unsere Paternoster, die Position trage ich dann im, mache ich gleich im Tool ein und dann machen wir die so. Und stimmt die Zeit wieder nicht. Meine DAXe gestern Abend habe ich rausgenommen, habe ich geschrieben, dass ich die über Nacht wohl nicht halte.
16464 SL50 und TP-Wert 180. Ich wähle gleich eine zweite Position. Ich habe 5 CFDs da reingelegt, damit ich die halbieren kann. Ich packe gleich eine sechste dazu. Die doppelte Positionsgröße, weil der SL relativ klein ist. Wir haben CRV von fast 4 zu 1. Und deswegen machen wir die Position doppelt so groß, damit sie teilbar ist. So. Und jetzt sind wir hier in dem Short-Bereich, den man jetzt in Angriff nehmen kann. Jetzt behalte ich die Kurse hier im Auge. Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Euro hier im Short-Bereich ist. Wir haben uns oberhalb von unserem Zielbereich aufgehalten hier. Und da wir oberhalb von diesem Zielbereich waren, ist das Risiko groß genug, dass wir bis zur 1.0916 laufen. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Chart hier anschauen, dann sind wir nach Euro Pro, welche Richtung orientiert. So viele Richtungen gibt es ja nicht an der Börse. Also bei mir gibt es nur zwei. Also es gibt an der Börse genauso viele Richtungen, wie es in der Biologie auch Geschlechter gibt. Ne? Richtig, nach Euro Pro sind wir long. Nach Zielbereichen sollten wir hier eine Warnung hinkriegen. Wenn wir jetzt ganz fein denken, dann haben wir jetzt gerade, wir haben Bewegung. Bereitet euch bitte schon mal auf ein Short vor. Da wir ja nach Regeln handeln, ne? Und wir sehen hier, dass wir auch nachts oder außerhalb der Handelszeiten ja. Und jetzt, wenn man nämlich ganz fein denkt, haben wir hier, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier noch ein Hoch, da. Dieses High ist bei 109059 und dieses High ist bei 109064, 0,5 höher. Damit haben wir dort ein höheres Hoch. Und wenn wir das jetzt schon als Trendbruch nehmen, wenn das hier als letztes Tief, weil hier, seht ihr das, hier bremst unser Zielbereich. Und wenn diese Geschichte bremst, hier, wenn dieser Zielbereich jetzt bremst, dann müssen wir jetzt in den 1 Minuten gehen. Alles andere wäre hier oben einfach geschortet hat, ohne Regeln. Zack. So, und jetzt sehen wir, eins, jetzt sehen wir hier, Lauf nach unten, 5 Minuten Kerze unterhalb von dem Zielbereich geschlossen, rein, zurück und jetzt können wir hier einen sauberen Plan machen. Weil wir sind auch zurück gegen die Wolke gelaufen. Unsere Wolke ist rot. Runter. Hoch.
SL habe ich erstmal auf 10 gelassen. Ihr lenkt mich ja noch ein bisschen ab. Jetzt haben wir unten dann die 93, das heißt BE Stop geht auf 7. Den Stop lege ich auch auf 7. Wieso ist die Position jetzt raus? Stehe ich jetzt nicht ganz. So. Da geht der SL hin. BE. 8 Punkte. Das heißt, wenn wir hier unten ankommen in diesem Bereich, dann sollte der Stop automatisch BE springen und mein TP für den Tag heute, den lege ich auf die 79,80, auf die 82, also 18. Da. 2 Punkte da unten drüber. Das ist unsere Nummer für den Tag. Nur für das Tagesziel. Mein Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten. Wenn er hier unten die 88 genommen hat hier, dann ist die Position 12 Punkte vorne. Wenn er diesen Zielbereich hier nach unten nehmen sollte, idealerweise sogar im Schlusskurs im M5, da unten drunter landet mit dem Schlusskurs, dann muss der Stop enger hinterhergeführt werden. Und der Rest ist jetzt hier in der Position fertig automatisiert. Ich werde hier unten nicht mit einem TP arbeiten, sondern ich habe eine teilbare Position da drinnen, so dass ich hier unten eine Position rausnehmen kann. Das heißt, im Klartext, wenn ich das Ding jetzt von hier oben, unseren Zielbereich, runter, zurück, Zielbereich bestätigt, unsere Wolke färbt sich hier genauso, wie wir sie haben wollen, ist rot, der Filter dürfte noch nicht rot sein, sage ich doch, der ist noch neutral, ich vernachlässige den. Wenn wir hier unten in diesem Bereich ankommen, gehen die Stops für beide Positionen break-even. Wenn wir hier unten landen, geht eine Position raus, Tagesziel locker erreicht und die andere Position lassen wir laufen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Sind Fragen dazu? Jetzt hatten wir einen Trendbruch im M5. Joachim habe ich, glaube ich, erklärt, oder? Thorsten, hast du auch ein tieferes Tief? Trenddefinition trotzdem noch korrekt? Welche meinst du? Das, was wir jetzt gerade hatten? So, wo ist das heutige FIB angelegt, fragt der Moritz. Ich kenne den Moritz nicht und ich weiß auch nicht, was FIB ist. Mach mal den Erklärbär. Klär mich auf. Ja, das ist wichtig, das hat meine Mama schon gemacht, aber klär mich in diesem Punkt mal auf. Ich wurde auch aufgeklärt, sei immer freundlich. Funktioniert? Bin immer freundlich. Naja, nicht immer, aber. Den Stop kann man jetzt schon markttechnisch nachziehen. Sehr fein, mein lieber Joachim. Hey Jungs, hier. Die Österreicher haben es sogar verstanden. Das will was heißen. Stop geht über dieses Hoch. Da. Und damit sind wir noch 4 Punkte im Risiko. Und ich bin hier, weiß nicht, warum er die Position rausgeschmissen hat, aber ich bin hier schon etwas später unterwegs.
Der erste Entry war etwas früher. Fibonacci, wo wird der Fibonacci heute angelegt? Wo ist das heutige Fibo? Oder wo ist das heutige Fibo? Ich verstehe die Frage, dass du Fibo gemeint hast, habe ich mir bald gedacht. Aber was heißt, wo wird der Fibo heute angelegt? Den Fibo kann ich über alle Zeitebenen benutzen. Egal, ob im M1, M5, M15, H1. Wo willst du anfangen? Ich für meinen Teil, jetzt für den, das, was wir jetzt hier handeln, um das zu überprüfen, ist für mich im Moment diese Bewegung hier ausschlaggebend. Die hier. Das hier ist die letzte Bewegung. Wir sehen exakt 50er Level. Wenn der kaputt geht, gehen wir an den 61,8er. Und am 61,8er sehen wir exakt mit unserem Zielbereich hier unten. Da deckt sich das auf den Tick genau mit dem 76,4. Und genau da haben wir auch gesagt, bis dahin, dann müssen wir mit unseren Stops auf jeden Fall Break-Even in diesem Bereich. Wenn die 61,8 bricht, dann haben wir auch eine faire Chance, hier unten da an unserem Zielbereich zu landen. Also, wenn man sagt, wo lege ich den Fibo heute an? Das können die sagen, die im Daily Chart handeln. Also, aber die, die in kleineren Zeiteinheiten handeln, so wie ich hier, da spielen auch die Kleinzeiteinheiten beim Fibo eine Rolle. Wenn ich im Daily Chart handle, dann muss ich mich auch um den Daily kümmern. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Position hier schnell noch eintrage. 10900, sonst sind die Jungs, die nicht am Webinar teilnehmen können, Euro Chart 10900 SL7. Er hat jetzt nur noch 6,5, das ändere ich gleich. Und TP18 für die eine Position. Wir nehmen nur eine raus von den beiden. Und die zweite lassen wir laufen. Bis zum St. Nimmerleins-Tag. Ich lege hier den TP mal auf 60, das wäre nämlich ungefähr am Tagestief von gestern. So, und jetzt wird der Stop auf 10904. Geändert. So, nur damit auch die Jungs mal, die haben immer meckern, ja, da hat ja gar keiner was geschrieben. Wieso habt ihr nicht gesagt, dass er Short seid? Das ist jedes Mal der Aufwand hier, den wir haben, wenn wir Positionen begleiten. Und wenn wir selber Positionen drin haben, egal ob ich das bin oder Lutz oder jemand anders, dann ist das genau der Aufwand, den wir hier haben, um euch auch mit den Positionen entsprechend auf dem Laufenden zu halten. Okay, was ist unser Ansinn? Unser Ansinn ist ja nicht, hier die Millionen zu scheffeln oder so. Ich weiß, der eine oder andere stellt sich das immer vor und sagt, ja, Börsenhandel oder Börsenhändler gleich reich. Das ist nicht unsere Ambition, das zu tun, sondern wir arbeiten mit festen Zielen. Und der Nachhausebringer ist unser Euro-US-Dollar. Ich handle den in der Regel auf meinen Konten. Vielleicht sieht man das hier unten. Ich habe hier mehrere Konten liegen. Was ich auf meinen Konten selber mit meinem Geld mache, geht euch feuchten Kehricht an.
Ich weiß, man zerreißt hier uns gerne das Maul darüber. Guck mal, der da macht, guck mal, wie groß der die Position will. Guck mal, der hat ja auch bloß kleine Position. Ich handle 10.000 Euro Konten in der Regel mit drei Standardlot. Hat den Hintergrund, dass ich mit meinen Handelsansätzen Euro pro hier, den ich sag mal, einigermaßen beherrsche, fahre ich ein Risiko von 2% pro Position. Und drei Standardlot entsprechen bei einem Stop von 8 Punkten, entspricht das ungefähr einem Risiko von 2%. 10.000 Euro sind 2%, sind 200 Euro Risiko. Und wenn ich hier mit drei Lot reingehe oder mit einer dreifachen Position, jetzt, wie ihr gesehen habt, sind es nur zwei. Dann sind das $240. $240 sind irgendwie 220 Euro. Ungefähr ist ein Risiko von 2%. Und so kann ich auch ein kleines Konto von 10.000 Euro mit drei Standard-Lot handeln. Umgekehrt, wenn diese Position hier unten reinläuft, was zu vermuten ist, in die 18 Pips oder 18 Pips, die wir machen, dann sind das eben auch 18 mal 3, heute 18 mal $20, sind das $360. Wer mit $360 am Tag nicht auskommt, der sollte mit seiner Frau vielleicht nochmal das Haushaltsbuch zusammen durchgehen oder mit seinem Mann, ihrem Mann, das Haushaltsbuch nochmal durchgehen, wo man eventuell den Bleistift ansetzen kann. Es muss ja nicht immer Löwenbräu oder Helles von Löwenbräu sein. Es macht auch mal ein Oettinger Radler, ne? Wenn $360 am Tag nicht reichen. Ne? Gibt es eben keinen Cocktail, gibt es eben wieder Wasser, Brot wird selber gebacken. Ne, Lutz? So. Wo war der Kurs um 8:21 Uhr? Das weiß ich doch nicht. Und ich kann auch mit der Frage nichts anfangen. Tut mir leid. So. Und jetzt sollten wir mit der Position gleich Break-Even gehen. Schön, dass der Kurs auch heute mitspielt. Ich hatte direkt, haben mir heute direkt vorgenommen, was ich sonst nicht immer mache, sondern ich lege eher Wert auf die Theorie. Da haben wir die 76,4 exakt erwischt. Wenn die jetzt auch noch kaputt geht, dann dürfte er hier noch mal ganz kurz bremsen. Und wenn er da die Bremse nicht doll genug zieht, dann wird der Lauf hier runter relativ schnell gehen. Für alle anderen hier. Wir haben Regelwerke. Unsere Regelwerke heißen im Euro-US-Dollar, dass wir uns nach unseren Zielbereichen richten. Wenn er hier oben drüber läuft, hier nehmen wir den Fibo hier raus. Wenn er hier oben drüber läuft, ist das hier für mich einfach Niemandsland. Und ich habe hier oben nach unseren Regeln nichts im Markt zu suchen. Gar nichts. Es gibt hier nichts, was nach unseren Regeln irgendwo greift. Die Wahrscheinlichkeit, dass er da hoch oder da hoch läuft an die nächsten Zielbereiche, ist recht hoch. Und ich muss nicht eine Short-Position dann bis da hoch, bis zur 16, das wären 14, 15 Punkte Risiko, die ich eingehen muss, laufen lassen. Das kann ich nicht tun. So. Und jetzt sollte der SL gleich
mal automatisch Break-Even springen bei der 91,7. 91,9 waren wir, okay. Dann mache ich das jetzt mal manuell. Der hat jetzt diesen Break-Even. Wir haben mit 7 Punkten Stop angefangen und ich hatte den auf 8 gestellt. Das heißt, mein Entry 99,7, ihr habt es gesehen, der erste war ungefähr 0,5, 0,6 höher. Warum er rausgeflogen ist, weiß ich nicht. Als ich den SL verändert habe, ist er rausgeflogen. Und deswegen, und hier hat er diesen Automatik SL, den BE Trail, den hat er hier um 0,002 verfehlt. Deswegen habe ich den jetzt manuell nachgezogen und jetzt ist die Position auch durchaus entspannt weiter handelbar. Okay, den können wir jetzt vollautomatisiert weiterlaufen lassen. Da, jetzt hat er ihn auf plus 2 gezogen. Jetzt hat der gegriffen hier. Jetzt ist der auf plus 2. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das in dem Fall jetzt will. Ich nehme den SL raus, weil ich den plus 2 nicht für beide will, sondern eine nehme ich jetzt hier plus 2 raus. Deswegen lege ich hier eine Buy-Stop hin. Dann nimmt er nämlich eine raus und die zweite lasse ich nur Break-Even liegen. Das heißt, die Position, die jetzt läuft, muss ich allerdings dabei bleiben jetzt. Die Position, die jetzt läuft, wenn hier unten die erste jetzt geschlossen wird, muss ich die Buy Stop hier oben löschen. Wenn die hier unten greift, muss ich die Buy Stop hier oben löschen. Die muss dann raus. Und die zweite, die dann kann ich, dann ist ja nur noch die zweite drin und die zweite kann ich dann hier mit einem Stop Loss die Buy Stop rausnehmen, hier einen Stop Loss reinlegen. Und die zweite hat ja dann auch den TP, den ich dann hier, was habe ich gesagt, wir wollten auf 60 TP. Das kann ich dann auch, wieso 40? 60 habe ich gesagt. 60 TP. So, dann ist die zweite, nämlich dann hier mit dem Stop-Loss und mit dem Take-Profit abgesichert. Die ist mir dann egal. Wenn ich mein Tagesziel hier unten eingefahren habe, wer dann raus will, einen Schneemann bauen oder seinen Hund ärgern oder die Frau beobachten will, wie sie Schnee schaufelt vor der Haustür, macht ja auch mal Spaß, der sollte dann überlegen, ob er hier eine Position vielleicht schon mit 12 Punkten rausnimmt, um sein Tagesziel im Sack zu haben und das nicht mehr zu gefährden. So, sind Fragen dazu? So, perfekt, habe mein Tagesziel mit Stop-Loss abgesichert. Danke, jetzt kann ich mit meiner Familie frühstücken gehen. Gerne, Joachim. Sehr schön. Freut mich. Joachim war im Oktober bei uns im Seminar und ich glaube, er hat da ein oder zwei Erkenntnisse mitgenommen, die ihn sehr, sehr weit gebracht haben. Und deswegen kann er jetzt um 8.35 Uhr entspannt frühstücken gehen. Sein Tag ist gelaufen. Und wenn ich das sagen darf, er ist hauptberuflicher Händler inzwischen. So, super, danke für die Infos. Ist super, wenn du ab und an nochmal was zum Trading-Tool sagst. Fragen aufschreiben, herbringen, gehe ich drauf ein. Also zur Bedienung, ja, das ist jetzt so ein Stil, den habe ich mir jetzt angewöhnt oder den, was heißt angewöhnt, der ist jetzt für diese Position hier sehr gut. Ansonsten für die Plattform, egal ob Metatrader oder Stereotrader, da bin ich einer der schlechtesten Supporter, die man sich vorstellen kann. Ich bin reiner Anwender.
Und wisst ihr was, wenn da irgendwas nicht hinhaut, ne, auf dem Stereoträder, ne, dann habt ihr die Möglichkeit, das dann mit. So, dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, das wieder mit unserem Wolfgang zu machen, weil das ist mein Lieblingswolfgang, ne? Das ist derjenige, der euch dann aus der Patsche hilft, wenn ihr mit der Plattform nicht so richtig vorwärts kommt oder klarkommt. Wenn da wirklich Fragen zu sind, ein Haufen Fragen, gerade bei uns in der Community sind, zum Stereo-Trader, Metatrader, Updates installieren, Stop-Führung oder sonst irgendwas, dann habe ich ja eine Idee. Aber damit überfahre ich jetzt unseren Wolle wahrscheinlich ein bisschen. Wir können ja gerne nachmittags, wenn ihr mir die Fragen schickt, was womit ihr nicht klarkommt, schickt uns einfach über Slack oder per Mail die Fragen zu dem Tool hier, was wir anwenden. Und dann setzen wir einfach mal ein Nachmittags-Webinar an. Am besten ist sogar nach 18 Uhr, dann darf der Wolfgang sich nämlich auch ein Bier aufmachen und dann kann ich vielleicht mal so alle 4, 6, 8 Wochen mal abends so ein Support-Webinar machen und hier ein paar Sachen dazu erklären oder erklären lassen. Aber das traue ich mir nicht alleine zu. Dazu bin ich nicht fit genug. Dazu brauche ich Mama Wolfgang. Ansonsten bin ich da erschossen. Aber dazu brauchen wir auch ein Konzept. Konzept haben wir nur dann, wenn auch Fragen da sind. So, den Jungen hier, der läuft. Den Stop-Loss werde ich jetzt etwas verringern auf 25. Meine liegt jetzt hier. Ich will hier nachlaufendes Hoch einkalkulieren, falls er diese Nummer hier noch macht. Der Stop geht jetzt auf die 486. So, und das trage ich jetzt mal ein. Wenn Fragen sind, dann haut sie jetzt rein. Ansonsten würde ich mich nämlich dann gleich verabschieden. Ne? So, hier ist der SL bei der 00. Ich zeige euch das gleich, was das dann macht hier. Hier ist er bei der 98. 10898. Und im DAX geht er jetzt auf die 85. Oh, die Position von gestern Abend habe ich noch nicht geschlossen, sehe ich gerade. 16, 4, 85. Da haben wir jetzt beide Stops hin. So, sind Fragen dazu? Dann bitte jetzt oder schweigt für immer. So. Jetzt haben wir auch alles auf dem aktuellen Stand. Warum nicht? Kommentar konnte nicht gespeichert werden, war ja keiner. Da, jetzt. Jetzt haben wir auch alle Positionen live, die andere schließe ich nachher gleich und dann haben wir auch das. So, super Idee, wäre prima. Wann gibt es wieder Seminare oder Webinare, Ingo? Webinar hier mit FXLED, also bei uns in der Community jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag morgen und alle 14 Tage Donnerstag früh haben wir den Wolfgang oder den Nelson zu Gast. Seminar, Live-Seminar ist das nächste Mitte März an der Ostsee in Sirksdorf, falls jemand Interesse hat, bei uns ein bisschen was zu lernen. Okay. Und damit will ich mich jetzt hier auch verkrümeln und sage euch jetzt einen schönen Tag. Passieren kann nichts mehr und sage, ich hoffe, der Wolfgang hat jetzt auch alles verstanden. Wolfgang, ich werde dich nachher anrufen, frage alles nochmal ab.
dann darfst du alles wiederholen ab dem guten Morgen. Und wir beide können ja mal drüber spekulieren, ob wir vielleicht mal so eine Plattformnummer machen, hier so die wichtigsten Punkte. Und sag in diesem Sinne, schönen Tag, tschüss, tschüss, moin, moin, auf ein geiles 2024 in einer schönen großen Gruppe. Tschüss, tschüss, moin, moin. Ja, Thorsten, danke dir. Ich habe alles verstanden. Kannst mich gerne abfragen. Ich kann dir nächstes Mal die Zielbereiche nennen und alles. Überhaupt kein Problem. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer und von meiner Seite auch nochmal alles Gute für 2024 und ich glaube, Wolfgang wieder Erfolg beim Training. Ich spreche gerade. Hallo? Ich verstehe dich. Wie bitte? Ich verstehe dich, Thorsten. Ich sage gerade was. Ich nicht. Ja, siehst du, deine Frau hört mich, Thorsten. Der Lautsprecher ist ausgegeben. Ich schuld. Entschuldigung. Ja, macht nichts, Thorsten. Alles gut. Ich habe nur gesagt, deine Zielbereiche habe ich mir angesehen. Ich werde die nächste Mal wiederholen können. Ne? Gut. Und ja, nochmal gesagt, für alle Teilnehmer nochmal alles Gute für 2024. Viel Erfolg beim Traden und damit schließen wir das heute. Ja? Genau. Du hast alles Gute. Einen schönen Tag wünsche ich allen noch. Ciao. Ciao, ciao.